Ja, liebe Kurgäste, es freut mich natürlich, dass Sie heute so zahlreich zu unserem Heimatabend erschienen sind. Und ich möchte Sie als Bürgermeister unseres schönen Ortes von Bad Hausen recht herzlich zu diesem Heimatabend begrüßen. Liebe Kurgäste, wir haben ja heute noch so viel im Busch, im Programm. Wir haben Gaselschnäuzer, wir haben einen Watschentanz, wir haben Fingerhackler, wir haben Maßkrugstämme. Also, Sie sehen, unser Programm quillt über, kulturell. Wir haben übrigens auch noch, das muss ich besonders erwähnen am heutigen Abend, wir haben eine Tombola aufgebaut mit herrlichen Preisen. Und der diesjährige Preis, nicht, war diesmal ganz besonders ein Schmankerl, liebe Kurgäste, eine zweitägige Schnupper-Weekendfahrt nach Tomaszlice in der Tschechoslowakei. Ja, liebe Kurgäste, Sie wissen, wer das ist. Ein Bürgermeister muss ein bisschen was reden, weil wenn er nichts redet, sagen die Leute sofort, ja, warum redet er nichts? Ne? Für was haben wir einen Bürgermeister? Ne? Auf der anderen Seite, wenn er zu lang redet, sagen die Leute wieder, wann hört dieser auf, endlich auf? Gell? Also keine Angst, liebe Kurgäste, ich werde mich kurz fassen. Aber vor allem für diejenigen unter Ihnen, die heute unseren schönen Ort Bad Hausen noch nicht so kennen, ein paar Worte darüber. Liebe Kurgäste, unser schöner Ort Bad Hausen, wir liegen 763 Meter über dem Meeresspiegel. Unser Ort ist umrankt von herrlichen Bergen. Wir haben unseren Bürstling, ne, unser Giegelstein, nicht zuletzt unsere Führerspitze, welche mit 1864 Meter hoch in den Himmel hinaufragt. Wir sagen aber bei uns in Hausen, das ist unser Hausener Matterhorn. Ja, liebe Kurgäste, auch zur Gründung unseres Ortes vielleicht ein bisschen was. Ne? Also, gegründet wurde Bad Hausen im Jahre 1009, und zwar vom Heinrich dem Flözer. Der Heinrich der Flözer selber war ja ein Großneffe vom Heinrich dem VI. Und die Gründungsgeschichte erzählt sich in mageren Worten in etwa wie folgt. Etwa. Also der Heinrich der Flözer selber, er war ein wenig, auf Borisch dann mir sagen, ein wenig handiger. Das heißt also, er hatte einen Hang zum Jähzorn. Und es waren wohl Zwistigkeiten, Auseinandersetzungen, Streitereien, Meinungsverschiedenheiten, die er mit seiner Gemahlin Algunda ausgefochten hatte. Okay. Vielleicht waren es auch nur Missverständnisse. Wer kann das heute noch überprüfen? Der Heinrich der Flözer hat ja die Algunda geheiratet oder gefreit, wie man sagt. Da war er schon 54 Jahre alt, okay? Und die Algunda war erst 9. Okay? Und er soll seine Gemahlin mit einem, wir sagen, Ochsenzwing, ne? Also mit einem Prügel halt, aus dem Hause begleitet haben. Ne? Und die Algunda war daraufhin, naja, was war's, wir halt Weiberleib manchmal sind. Okay? Wir kennen sie doch. Ne? Sie war verschnupft. Okay? Und hat dann beschlossen, nicht mehr länger mit dem Flözer zusammen zu Hause, sondern sie ist dann raus aus der Burg, sie ist geil auf und davon, ne? Sie ist in den Wald hinein herumgeirrt, nicht wahr? Vollkommen sinnlos natürlich, bis sie zu einer Eremitage hingekommen ist. Okay? Da war der Eremit drin. Okay? Und da hat sie sich gedacht, na ja, im Gottvertrauen, der tut mir nichts. Okay? Der Eremit, sie hat ihn vielleicht mit einem Eunuchen verwechselt, man weiß es nicht. Okay? Auf alle Fälle hat die Algunda dann beschlossen, an dieser Stelle der Eremitage dann ein Haus zu bauen, um in diesem Hause für dahin hausen zu können. Und dieses Haus wurde auch gebaut. Und daher, liebe Kurgäste, rührt eben unser Ortsnamen Hausen. Okay? Aber, liebe Kurgäste, bereits dann schon eine Woche nach dem Umzug in das neue Haus hinein, da wurde dann die Algunda im Badezimmer dieses neuen Hauses erschlagen, aufgefunden, und daher eben Bad Hausen. Ja, circa ein Jahr verstrich, ne,
ist ins Jahr hinausgegangen, gell? Und dann wurde aber die Algunda bereits für heilig gesprochen, die heilige Algunda von Bad Hausen. Ja, warum haben wir es heilig gesprochen? Warum denn? Ne? Da gibt es verschiedene Gründe. Erstens einmal war die Algunda natürlich katholisch rundherum, gell? Sie hat ein katholisches Knie gehabt und wahrscheinlich, das ist jetzt eine These, möglicherweise um den damalig etwas brach da niederliegenden Reliquienhandel wieder auf Vordermann zu bringen. Okay? Liebe Kurgäste, ich kann Ihnen als Bürgermeister nur so viel sagen, der Unterkiefer der heiligen Algunda befindet sich derzeit noch im Privatbesitz. Okay? Ein Steuerberater-Ehepaar aus Zürich verfügt über die Mehrheit am Unterkiefer, okay? Zusammen mit einer Bank. Aber liebe Kurgäste, wir selber im Ort, wir Bad Hausener selber, unsere Gemeinde, wir sind stolze Bewahrer und Besitzer des gesamten Schlüsselbeines der heiligen Algunda. Und ich kann Ihnen nur so viel sagen, bitte gehen Sie in unsere frisch restaurierte Pfarrkirche hinein. Ein Juwel wieder in unserem Ort, alles frisch renoviert. Und da ist ja auch alles drin. Erstens einmal beim Schlüsselbein, es hilft gerade bei Magen-Darm-Krankheiten. Okay? Und wie gesagt, unsere Pfarrkirche, da ist alles drin. Biedermeier, Rokoko, Barock, Gotik, ne? Renaissance, also alles, was man sich von einer Pfarrkirche erwünscht. Okay? Liebe Kurgäste, ja, und jetzt fragt man sich, ja, wie kam es denn überhaupt zu dieser enormen dynamischen Entwicklung von Bad Hausen, zu diesem berühmten Kurort? Ne? Erstens einmal, weil man muss ja sagen, jahrhundertelang war Bad Hausen immer eine Viehweide gewesen. Ne? Ruhe war immer unser Trumpf. Okay? Ein ganz gescheiter Professor hat einmal gesagt, diese enorme Tranquilität ist faszinierend. Ne? Und dann kamen sie auch zu uns, nicht wahr? Und vor allem im 19. Jahrhundert, da kam dann diese berühmte Wende, ne? Im Schicksal unseres Ortes. Da kam nämlich der berühmte, akademisch ausgebildete Ölmaler Nepomuk Pröbstl nach einer langen Odyssee zu uns nach Bad Hausen, okay? Wo er vorher war. Ja, er war in Rosenheim. Nicht, was er allerdings in Rosenheim gemacht hat, das wissen wir nicht. Er ist gesichtet worden. Okay? Aber was er gemalt hat, entzieht sich unserer Kenntnisse. In Wilprading hat er noch einen Hasen in Öl gemalt. Okay? Und dann kam er zu uns nach Bad Hausen, wo er eben den berühmten Saustall von Bad Hausen in Öl gemalt hat. Liebe Kurgäste, die Originalstallung wurde aus Versehen abgerissen. Das tut uns heute noch leid, das schmerzt. Ne? Wir sagen, das war halt, wie würde man heute sagen, ein Error. Ne? Aber wir haben an dieser Stelle jetzt, wie Architekturinteressierte, haben wir jetzt ein schönes Feuerwehrhaus hingestellt. Ein Feuerwehrhaus, was wirklich allen Ansprüchen der heutigen Zeit entspricht, auch denen von Brüssel. Nein, in diesem Feuerwehrhaus für 12 Millionen Euro. Nein, da haben wir eine Sauna drin, da haben wir einen Zirbelstäbel drin. Also an dem fehlt nichts. Okay? Liebe Kurgäste, ja, dann war es eben so. Von überall her sind sie gekommen, aus allen Nischen dieser Welt, um bei uns in Bad Hausen wieder Kraft zu sammeln, gesund zu werden und die Namensliste all derer, nicht vor allem illustrer Gäste, Berühmtheiten, von überall her, die Namensliste wäre unendlich und würde den Rahmen des heutigen Abends sprengen. Ne? Darum möchte ich gar nicht anfangen, alle diese Namen zu nennen. Ne? Vielleicht ein paar, ne? Bloß, dass sie eine Vorstellung haben. Also zum Beispiel soll bei uns in Bad Hausen gewesen sein, ne? Und zwar einer der Söhne von dem berühmten Musiker Bach. Okay? Dieser Friedibold Bach soll bei uns in Bad Hausen eine TBC auskuriert haben. Okay? Ich muss da hinzufügen, das ist also historisch noch nicht ganz bestätigt. Okay? Wir haben aber in Bad Hausen jetzt ein Gutachten in Auftrag gegeben. Okay? Das Gutachten kostet uns ein Schweinegeld. Okay, das kriegen wir auf alle Fälle bestätigt. Okay? Also, aber liebe Kurgäste, es waren noch andere berühmte Musiker bei uns, nicht? Auch Kollegen. Der Schlagersänger Gus Backus war bei uns. Nicht? Oder aus dem Showbusiness die berühmte Uschi Glas, nicht? War auch schon bei uns. Oder internationale Kapazitäten, Größen des Showbusiness wie Hansi Hinterseer aus Österreich waren bei uns. Nein,
Es waren Leute der Politik da, wie zum Beispiel Schalk Golodkowski, ne? Aus der ehemaligen DDR, ne? War ebenfalls bei uns. Der Schalk Golodkowski fühlt sich ja bei uns sauwohl, gell? Weil er schätzt die bayerische Gastronomie, das echt bayerische. Ne? Mal ein Hummer, mal ein Lobster. Ne? Oder auch historische Persönlichkeiten waren bei uns, ne? Wie zum Beispiel der Hermann Göring. Ne? Der Hermann Göring war bei uns selbstverständlich, der hat bei uns eine Jacke gehabt. Okay, oder selber zum Halali geblasen. Ne? Gibt ja kaum jemand, der Hermann Göring nichts zu verdanken hätte. Ne? Muss übrigens noch ein bisschen was, liebe Kollegen, jetzt muss ich ganz kurz noch was privat hinzufügen. Es hat sich der Irrtum eingeschlichen. Man meint immer, uns wird behauptet, Hermann Göring wäre bei uns in Bad Hausen Faschingsprinz gewesen. Das stimmt nicht. Okay? Das war er tatsächlich nie. Er war im Elferrat. Okay, aber er war niemals Faschingsprinz. Außerdem haben wir ja Hermann Göring die Ehrenbürgerschaft genommen. Okay, die haben wir ihm gezwickt. Nein. Fast einstimmiger Beschluss im Gemeinderat vor 14 Tagen, also brandaktuell. Okay. Liebe Kurgäste, solche Themen lassen wir weg. Okay. Wir reden von den anderen, von den Schönheiten. Und liebe Kurgäste, es waren wie gesagt berühmte Leute bei uns. Aber eine Persönlichkeit, und die kann und will ich Ihnen nicht verhehlen, denn er war tatsächlich bei uns und die Herzen unserer Bevölkerung schlagen höher. Denken wir an diesen denkwürdigen Besuch. Liebe Kurgäste, es war kein geringerer als unser viel zu früh verstorbener Ministerpräsident Franz Josef Strauß. Franz Josef Strauß, liebe Kurgäste, war ja bei uns. Er war, nicht wahr, in diesem berühmten Juli-Nachmittag, wo er seine Zepte bei uns aufgeschlagen hat. Und die Chronisten erzählen es ja, wie es zu diesem denkwürdigen Besuch gekommen ist. Franz Josef Strauß war immer ein begeisterter Motorradfahrer gewesen, fuhr mit dem Motorradl bei uns vorüber, als das Schicksal, würde man heute sagen, es herausforderte, auf Deutsch, eine Benzinpumpe verreckte. Franz Josef Strauß stamm vor Bad Hausen, war allerdings in Begleitung seiner beiden Assistenten. Das war damals Gauweiler bei ihm, es war Tandler bei ihm. Und da hat Franz Josef Strauß in seiner Art eben gesagt zu denen, so sagt er, jetzt bin ich gespannt, wer von euch zwei mir zuerst wieder frische Benzinpumpen daherbringt. Ne? Ja, liebe Kurgäste, ich sehe es ja Ihren Gesichtern an, Sie wissen es. Okay? Es war natürlich keiner von beiden. Okay? Es war natürlich unser derzeitiger Ministerpräsident Edmund Stoiber. Ne? Der von Dingolfing kommend mit einer frischen Benzinpumpe mit dem Helikopter hereingeschwebt ist. Ich sehe heute noch Stoiber, Kreide, Bleich, die Benzinpumpe in der Hand halten. Ich war ständig auf Fashion, ich war selber dabei. Mords, hallo. Sie können auch alles in unserem Heimatmuseum nachlesen. Das ist alles dokumentiert, was dazu gegessen wurde. Franz Josef Strauß hat ja viermal Wurstsalat, davon zweimal Schweizer Wurstsalat gegessen. Er hat, ich glaube, 24 Weißbier dazu getrunken und fast 30 Obstler. Also Sie können, das war eben die berühmte historische Bad Hausener Brotzeit. Und liebe Kurgäste, wir haben, weil wir natürlich in unserem Ort uns darüber im Klaren sind, was wir in einem solchen Event schuldig sind, haben wir einen Künstler beauftragt. Übrigens ein Künstler, der auch schon über 10 Jahre bei uns in Bad Hausen sesshaft geworden ist. Es ist der international berühmte Künstler Herr Schmischaschik. Herr Schmischaschik, wir haben Herrn Schmischaschik, der ja der diesjährige Kulturpreisträger der Kreissparkasse von Bad Hausen ist. Wir haben Herrn Schmischaschik gefragt, ob Herr Schmischaschik bereit wäre, sich etwas einfallen zu lassen zum historischen Event. Und er hat sofort zugesagt. Schmischaschik hat zugesagt. Und im Juli diesen Jahres, liebe Kurgäste, wird es soweit sein, wird vor unserem Rathaus eine 3,5 Meter hohe Bronzeskulptur in Bronze aufgestellt werden, die eine bronzene Benzinpumpe verkörpern wird. Liebe Kurgäste, jetzt bin ich ein bisschen ins Reden gekommen, jetzt machen wir es aber ein bisschen kürzer, gell? Liebe Kurgäste, bloß noch ein paar Facts, ein paar Informations noch und dann haben wir's. Liebe Kurgäste, wie gesagt, ich hab's ja vorhin schon gesagt, unser Ort, wir liegen 763 Meter über dem Meeresspiegel. Unsere Einwohnerzahl, ich habe mich für den heutigen Abend noch einmal vorbereitet, präpariert. Wir haben derzeit 864 Einwohner. Aber unsere
Bettenkapazität, liebe Kurgäste und Gäste, die Bettenkapazität liegt derzeit bei 8623 Betten. Aber entschuldigen Sie, liebe Kurgäste, wir gehen ja davon aus, dass wir innerhalb der nächsten 5 Jahre bereits eine circa 40-prozentige Gästebettenkapazitätserhöhung erreichen, sodass wir dann innerhalb der nächsten 5 Jahre mit circa 12.000 Betten im Internet herumschwimmen können, liebe Kurgäste. Und jetzt wird's wirklich interessant. Würde man bei uns in Bad Hausen eine circa 90-prozentige Gästebettenkapazitätsauslastung zugrunde legen, kämen wir ja innerhalb der nächsten 4-5 Jahre auf circa 123.000 Übernachtungen bei uns in Bad Hausen. Und jetzt wird's noch interessanter, liebe Kurgäste. Würde man diese Zahl von 123.000 Übernachtungen in Relation setzen zu unseren 763 Höhenmetern, dann kämen wir ja heute schon in Bad Hausen auf sage und schreibe 1.163 Übernachtungen pro Höhenmeter bei uns in Bad Hausen. Und damit, liebe Kurgäste, liegen wir ja heute schon in Bad Hausen circa 25% über dem, was in der Nähe des Kilimandscharo übernachtet wird. Liebe Kurgäste, ich weiß, der eine oder andere von Ihnen sagt natürlich jetzt, ja, das kennen wir. Okay? Die Bürgermeister sagen ja immer nur das Beste über ihre Orte. Nein? Aber bitte, auch wenn ich Bürgermeister bin, ich bin neutral. Liebe Kurgäste, Bad Hausen ist ein Ort, da ist für Fantasie kein Raum mehr. Okay, da ist für Fantasie kein Platz mehr. Jede Form von Wellness, jede Form von Fun kann in Bad Hausen vollstreckt werden. Nicht? Liebe Kurgäste, es liegt am Kurgast. Seine Wünsche sind uns heilig. Wir wollen sie erfüllen. Und wenn der Kurgast heute sich an uns wendet und sagt, bitte, ich möchte Mountain Climbing, dann kann er Mountain Climbing. Oder er sagt, ich möchte Windsurfing, dann kann er Windsurfing. Ein anderer sagt, ich möchte aber lieber Banshee-Jumping, nicht? Dann jumpt er Banshee. Nein. Ein anderer sagt, ich möchte River-Rafting, dann raftet er rüber. Nein. Wieder ein anderer sagt, nein, ich möchte doch meine Ruhe haben, ich brauche die Ruhe. Nein, da geht er bei uns in den Wald hinaus. Da kann er Fresh-Air-Snapping. Nein. Oder wir machen ein International Mushroom-Searching. Nein. Oder wir können auch ein sogenanntes Time-Passing machen, Unforced. Nein, also wir können, es gibt, oder ein Candlelight, Broadsighting, also weiß man schon, es gibt alle Möglichkeiten. Liebe Kurgäste, lassen Sie mich bitte zum Ende meiner Ausführungen kommen und vielleicht schließen mit einem fast privaten Wunsch, den ich habe. Liebe Kurgäste, ein Bürgermeister erhält natürlich bisweilen Briefe von, ich sage einmal, Kurgästen, die heute halt noch unentschlossen sind. Die wissen noch nicht, ne? Wo verbringen wir denn die schönste Zeit unseres Lebens? Ne? Wo wollen wir denn hin? In diesem Sommer, ne? Oder Winter? Ne? Wollen wir wirklich auf Seychellen? Ne? Oder wollen wir in die Dominikanischen Republik? Ne? Liebe Kurgäste, bitte sagen Sie es im Freundeskreise. Sagen Sie es im Verwandtenkreis, im Familienbereich. Das nächste Asylantenheim ist tatsächlich 53 Kilometer von Bad Hausen entfernt. Das ist heute ein Standortvorteil, den können Sie noch nicht einmal in Österreich aufweisen. Liebe Kurgäste, und drum besuchen wir bei uns in Bad Hausen. Welcome to Bad Hausen. Bienvenue Bad Hausen. Oder ganz aktuell, Sayonara Bad Hausen. Anni hat gesagt, nein, die Anni sagt mir, diese Salatschnecken, okay, fürchterlich, diese Salatschnecken. Sie sagt, sie hat alles probiert, okay. Sie hat die Salatschnecken immer wieder Gift hin gespritzt, okay, aber sie sagt, die Schnecken fressen das Gift mit einem Appetit, okay, als ob es ein Wiener Schnitzel war, okay. Jetzt hat es die Anni mal probiert mit dem Heineken-Bier.
dann sind Schnecken sofort verreckt. Okay. Dann habe ich gesagt, so eine Bombenwirkung hat sie sich gar nicht versprochen. Okay. Ich hab gesagt zu ihm, du Saukerl, sag ich, was ist denn das? Das ist der Unerhört, sag ich, das gibt es nicht. Hey? Dieser elende Sauhund. Bin ich? Ja, ich sprich von meinem Sohn. Hey? Na, kommt daher und bringt mir im Fach Geschichte einen Fünfer. Einen Fünfer in Geschichte, sag ich, das ist doch ein Skandal. Hey? In Geschichte einen Fünfer. Nein, ich hab gesagt, einen Fünfer kannst du in Religion bringen, habe ich gesagt. Aber nicht in Geschichte. In Religion, da hat er einen Zweier. Das macht er mir zum Fleiß. Bitte, warum? Ja, warum? Warum hat der einen Fünfer? Warum hat der einen Fünfer? Ja, warum? Nein, weil er einen Kaiser Nero nicht gekannt hat. Das muss man sich vorstellen, der geht auf ein Gymnasium und kennt den Kaiser Nero nicht. Er kennt ihn nicht. Hey? Ja, weil er verwechselt hat mit diesem Schwarzenegger. Ja? Entschuldigung, wo heute jedes Kind das weiß. Hey, in ganz Deutschland, in ganz Europa weiß man das, dass der Kaiser Nero der Peter Ustinov ist. Ja? Aber er nicht. Ja? Man Scheiß mir nicht, best Geschichte, das ist doch ein Fach, das interessiert einen doch. Geschichte, wenn man sich das vorstellt. Und Geschichte, das hat mich immer interessiert. Was man da gelernt hat. Und auch von früher. Das ist ja, ja sicher, diese ganzen Persönlichkeiten, und das waren doch alles, ja sicher, der Ding zum Beispiel, der Cäsar. Ne? Gaius Julius, ja sicher, ne? Der schon auch. Ne? Aber auch andere wie dieser Hur. Ne? Hey. So Leute wie der Hur, wenn die durch die Arena durchgeprescht sind, ne? Mit Pferdegetrappel, drum, 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 drum. Ne? Da ist wieder einer runtergefallen, ne? Vom Wagen, von den Pferden zerstampft man, dass das Blut noch so gespritzt ist. Ne? Ne? Also, ich hab das immer gern gelernt. Hey, also. Ja, und auch so diese anderen Sachen, diese sozialen Dinge. Ne? Wenn diese, das waren ja arme Schweine. Hey, diese, sagen Sie es, ne? Diese Sklaven. Ne? Das waren arme Hunde. Hey, die sind verchristet worden. Okay? Anschließend hat man sie zu Fackeln verarbeitet, ne? Weil die Straßenbeleuchtung in Rom so miserabel war. Ja, das ist traurig. Ich denke, Entschuldigung, das ist traurig. Aber ich sage immer wieder, halt interessant. Ne? Das ist Geschichte. Ich meine, Geschichte, das ist doch dermaßen interessant. Ich kann es nicht mehr wieder betonen. Geschichte, diese ganzen, ne, was da alles gegeben hat, diese ganzen Epochen. Ja, da kommt doch eine Epoche nach der anderen. Ja, da kommt wieder dieses Mittelalter daher, wo sie diese Hexen flambiert haben. Ja, ja, das ist doch interessant. Ja, oder diese anderen, das ist ja auch eine Epoche nach der anderen. Ja, diese, wie haben sie geheißen, diese, na ja, Sie wissen es schon. Ja, das war ja diese Seefahrer, genau. Ja, da war doch der Ding. Nein, monatelang, jahrelang immer auf dem Meer zugebracht, immer auf dem Meer salzig, immer. Nein, und irgendwann schreit einer, Land! Hey. Und er war der Erste. Hey, er war der Erste, der da runter ist. Hey. Und kaum war er vom Schiff herunter, ein Sandsturm, nichts mehr gesehen haben die, nichts mehr voller Sand. Nein, und er sagt, weiter mir nach! Hey, dann sind sie im Dschungel, nein. Mucken, Schnacken, Ding, nein, eine Hitze geschwitzt und er sagt, weiter mir, folget mir, okay? Und dann sind sie wieder weiter nach, ne? Bis sie da hingekommen sind, wo diese Ding war, ne? Diese Brücke, er ist doch als Erster über die Brücke rüber, ne? Er war der Erste, sagt, um mir nach, hey? Dann sind sie rüber und auf der anderen Seite war die Burg, ne? Wo diese Kaiserin drin war,
Und er ist aus erster Reihe gezückt, geschwert und ist zur Kaiserin und hat gesagt, so! Und solche Sachen. Ne? Und das ist einfach. Wenn Sie. Ich sag. Ich sag halt einmal so, das sind halt Fakten. Ne? Das sind Fakten, das muss man halt einmal lernen. Okay? Und dann weiß man Bescheid. Okay? Ich meine, schauen Sie, ich rede jetzt einmal nur von mir. Ich hab doch selber. Ne? Ich habe ja selber noch die gesamte französische Revolution. Die gesamte französische Revolution. Mit dem Robespierre, mit diesen drei Musketieren. Okay? Das habe ich selber noch auf Schwarz-Weiß gesehen. Ne? Ja, sicher, ich habe die ganze Revolution. Ne? Ich sehe ihn ja heute noch vor mir, hey, wie er da steht. Ne? Der Departement. Ne? Ne? Trommelwirbel. Trrrr. Brrrr. Ne? Und dann. Ne? Das war die Guillotine. Ne? Vorläufer der Friteuse. Ne? Ach ja, Geschichte. Wisst ihr, ich sag immer, ich bin froh, dass ich all diese Nero-Filme gesehen habe. Sonst wüsste ich doch heute gar nicht, dass dieser Ustinov tatsächlich Rom angezündet hat. Also die Anni hat gesagt, okay, die Anni sagt, das ist, weil ihr Neffe, okay, der ist jetzt zum Paras und macht keinen Zivi. Und die Anni sagt, man muss die jungen Leute verstehen. Okay, sie sagt, es ist für einen jungen Menschen im Grunde viel einfacher, sagt sie, einen Menschen, den wo man nicht kennt, dass man ihn erschießt, okay, als dass man einen Menschen in dem, wo man ihn nicht kennt, einen Arsch ausputzt. Was sagen Sie jetzt? Hä? Jetzt sagen Sie nichts mehr, gell? Hm? Fällt Ihnen auch? Ich meine, klar, es war, man muss das so sehen, es war für einen Bachmeier Toni, für einen Architekten, war das eine Herausforderung. Okay, an dieser Stelle, ne, also schon topografisch, eine Garage zu erstellen, wo man sagt, ja, okay, das ist eine Garage. Okay. Ich meine, der Ausdruck Garage, das kommt ja aus dem Französischen. Ne, Garage. Ne. Und Bachmeier Toni, der Architekt, ist natürlich, das muss man sagen, ein international anerkannter, wie sagt man da? Garagier. Ne? Oder sagt man Garagist. Ne? Auf alle Fälle. Ne? Der hat ja schon, der Toni hat ja bereits in Oberösterreich schon Garagen gebaut. Ne? Und es ist halt so, er hat halt mich gefragt zu der Garage. Er sagt, wie willst du die Garage haben, stilistisch? Da sag ich, Toni, der Künstler bist du. Ne? Okay? Na, sagt er, dann bauen wir sie postmodern. Okay? Ja, sag ich gerne. Ne? Okay, wie du willst. Das Einzige, weil du mich fragst, sage ich, Toni, ich habe durch Zufall, das hat sich mal ergeben durch eine Insolvenz, ne? Bin ich in die Hände, wir sagen, in den Besitz einer korinthischen Säule gekommen. Okay? Und jetzt habe ich gesagt, na, die könnte man doch da, wenn das postmodern ist, dann mal die Säule, ne? Wie sagt man da, verheiraten mit dem Gebauwerk? Ne? Und dann haben wir einen schönen. Ne? Und ich finde, das passt gut zusammen. Hey? Gefällt es Ihnen auch? Okay? Ich sage, es ist halt einmal ein bisschen was anderes. Ne? Bloß meine Frau, sie fährt immer an die Säule hin. Ne? Ja, beim Rückwärts einparken, ständig schon zum vierten Mal ist jetzt hingefahren. Ich bin der Meinung, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber ich bin der Meinung, wenn man aufpasst, okay, passiert einem das nicht. Okay? Man kann da mal aufpassen. Ich sage, wenn meine Frau noch einmal hinfährt, okay, kassiere ich ihren Führerschein. Das sage ich.
Aber so ist das schon ein Bauwerk, gell? Wissen Sie, ich gehe oft gar nicht mehr spazieren. Wenn ich eine frische Luft schnappen will, stelle ich mich vor meine Garage. Okay? Weil ich sage, das ist halt ein Bauwerk. Okay? Das ist nicht ein Betonklotz, wie es mein Nachbar, der Dr. Brezner, hingestellt hat. Ne? Ich meine, Sie kennen Dr. Brezner. Ich habe auch nichts gegen einen Dr. Brezner. Okay? Entschuldigung, nein. Ich komme mit ihm menschlich sehr gut zurecht. Er ist mein Nachbar. Ich meine, ich komme mit Dr. Brezner. Er ist ein Akademiker, das schon, ne? Aber ich meine, nein, wir kommen, gut, also ich komme mit ihm schon. Schauen Sie, wir haben ja sogar letztes Jahr, wann war es denn, im August haben wir sogar miteinander gegrillt. Hey, wir haben ja, bloß natürlich, er ist, das bringt er fertig, gell? Der Mann grillt eine Weißwurst. Zu sowas ist der fähig, gell? Na, ein bisschen ein Sonderling, ne? Auf der anderen Seite ist er wieder großzügig, er ist generös, wenn ich zum Beispiel Schnee fräse, gell? Und ich fräse gerne Schnee, ne? Dann lässt er mich schon meinen Schnee auf sein Grundstück drauf fräsen, gell? Das tut er schon, allerdings das auch wieder, das, so muss man auch wieder sehen, von der Charakterseite. Also, wenn es kalt ist im Winter, das interessiert nicht. Okay. Das interessiert den gar nicht. Das kann minus 10 Grad sein, minus 20, minus 30. Scheißegal. Okay. Der geht in eine eiskalte Garage hinein, okay. Unbeheizt. Okay. Steigt in ein eiskalt unterkühltes Auto, okay. Fährt damit weg, lässt das Tor der Garage weit offen, okay. Riskiert, dass ihn die Hunde reinscheißen. Das ist der Dr. Brezner. Ich meine, was der für Auto fährt, was er fährt, das kann ich noch schon sagen. Ne? Der fährt einen Koreaner. Ich denke mir, mach mal, warum hat der überhaupt eine Garage? Ne? Für den war eine Schredderanlage gut. Ne? Er kann ihn recyceln. Ne? Wenn er, naja, also. Sie verstehen auch einmal einen Scherz, ne? Aber wissen Sie, ich sage jetzt zu meiner Garage, und das muss ich schon, ne? Ich sage zu meiner Garage, wissen Sie, es kommt daher. Ich habe auch zu meiner Frau, weil sie anfänglich war, sie obstinat. Okay? Ja. Okay? Und das habe ich hier gleich, den Zahn habe ich hier gezogen. Okay? Ich habe gleich gesagt zu meiner Frau, ich habe gesagt, du pass auf, ich habe gesagt, eines muss einmal ganz klar sein. Wir können das diskutieren. Wir können darüber diskutieren, ne? Aber eins muss klar sein. Ich baue in meinem Leben bloß noch einmal eine Garage. Ich baue keine zweite Garage mehr. Und wenn ich eine Garage baue, dann ist das auch eine Garage, wo den Namen Garage verdient. Ne? Und eine Garage, die den Namen Garage verdient, da geht es los bei der Ausstattung, beim Equipment. Ja? Wenn ich heute eine Garage dahinstelle, da kommt mir doch, Entschuldigung, da kommt mir doch keine Billigstfliese hinein. Da kommen mir Fliesen hinein, wo man sagt, hallo, das sind Fliesen. Ja? Und deshalb habe ich auch diese portugiesischen Fliesen da reingetan, mit diesem arabischen Muster. Okay. Ja. 320 Euro der Quadratmeter. 320 ja. Ne? Aber das sind Fliesen, bitte sehr. Die kann ich mir dann in 200 oder 300 Jahren auch noch anschauen. Ne? Ne? Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, Moment, habe ich gesagt, okay, wer Alpha sagt, sagt auch Omega. Okay? Wenn ich schon eine Fliese von dieser Bonität in meine Garage reinklebe, ja, dann kommt mir auf alle Fälle eine Bodenheizung in meine Garage rein. Okay? Bitte, warum eine Bodenheizung in die Garage? Moment mal, warum eine Bodenheizung in die Garage? Soll das eine Frage sein überhaupt? Okay? Moment mal, wenn man ehrlich ist zu sich selber, ja, wenn man wirklich ehrlich ist, wenn man aufrichtig ist,
dann wird man zugeben müssen, man ist in seinem Leben viel häufiger in seiner Garage, als man zuzugeben bereit ist. Okay, mal einladen, mal was ausladen. Irgendwie, es gibt immer einen Grund, sich in einer Garage aufzuhalten. Hey, ja, Moment. Und außerdem, Entschuldigung, ja, ich habe, was hab denn ich früher in meinem Leben Ascorbinsäure gefressen? Was habe ich Vitamin C gefressen? Was habe ich Geld in die Apotheken reingesteckt? Was ist da an Geld verschwunden? Bitte sagen Sie mal Kardar. Sagen Sie mal Kardar. Wenn Sie sagen Kardar, sage ich, was ist das, ein Kardar? Aber das sage ich erst, seitdem ich eine Bodenheizung in meiner Garage drin habe. Wissen Sie? Ich habe auch, das habe ich meiner Frau, da habe ich ihr auch, also sagen Sie mir nicht, das habe ich ihr auch gesagt. Gell? Weil da hätte sie wieder zum Lamentieren angefangen, sage ich, nein. Gell? Auf diese 160 Quadratmeter Lein, Auffahrt vor der Garage, da kommt es mir doch nicht drauf an. Ja, da kommt auch eine Bodenheizung rein. Ja, warum da eine Bodenheizung? Jetzt werden Sie fragen, warum? Ja, Entschuldigung. Ja. Unsere Jasmine. Ja, die Jasmine fährt seit 2 Jahren mit dem Auto herum. Okay. Der Jean-Claude ist 11. Ja, jetzt rechnen Sie bitte mit, in 7 Jahren hat er auch den Führerschein. Ja, Entschuldigung, wissen wir heute schon, was diese Jugend will? Was geht in denen einmal vor? Was hat die Jugend im Kopf? Wohin geht der Trend? Ja, können wir heute schon voraussagen, was diese Jugend einmal vorhat? Nun, vielleicht wollen Sie später im Leben einmal gar nicht reinfahren in die Garage. Dann sage ich, scheißegal, bleibt draußen. Dann habt ihr auf alle Fälle die Reifen warm. Ja, das ist es. Okay. Ich sage, heute einmal so. Ich meine, ich habe meine Garage, das ist klar, die Logistik stimmt. Okay. Ich meine, na, Moment einmal, ich habe in meiner Garage drin, ich habe ein, aber das ist logisch, ich habe eine Espressomaschine drin. Wenn man halt einmal, ich habe einen Herrgottswinkel drin, ne? Ich habe auch diese, ich habe eine Stereoanlage drin, da ist ein Sound, hohoho, gell? Und ich habe, na, also ich habe auch eine Spülung, nicht? Eine Schnellspülung drin, ne? Wenn ich einmal dringend muss, ja, ich gehe doch nicht zum Zaun und die Frau vom Dr. Brezner schaut zu. Ne? Ich habe alles drin, ich habe sogar die eine Seite, da habe ich jetzt einen Spiegel, das gibt der Garage räumlich noch eine gewisse Dimension. Meine Frau sagt, da wäre ein Hauch von Versailles. Aber Blödsinn, ne? Reiner Blödsinn. Aber wissen Sie, ich habe zum Beispiel noch im letzten Jahr im Advent habe ich einen Adventskranz in meine Garage. Und das war stimmungsvoll. Okay? Aber ich habe gesagt, dieses Jahr an Weihnachten, okay, kommt mir ein Weihnachtsbaum in meine Garage. Da kommt mir eine Nordmann-Tanne hinein, 5 Meter hoch, wird total elektrifiziert. Und wenn ich dann in meine Garage fahre, von außen switche ich. Ja, der Bewegungsmelder meldet mich. Langsam öffnet sich das Tor meiner Garage. Nicht der Christbaum brennt aus der Lautsprecheranlage vom Himmel hoch. Da komme ich her und ich fahre langsam in meine Garage hinein. Und da weiß ich dann, jawohl, in dieser Garage, da ist Weihnachten. In dieser Garage, da bin ich daheim. Die Anni hat gesagt, okay, die Anni hat gesagt, also jetzt mit dieser PISA-Studie, okay, ich meine, dass die Lappen nicht blöd sind, das kann schon sein, okay. Aber sie sagt, was ist denn da mit dem Hitler, okay? Der hat ja gar kein Abitur gehabt, der Hitler, okay? Kein Abitur, nicht einmal mittlere Reife hat er gehabt. Sogar in der Volksschule haben sie ihn rausgeschmissen, ein Tunichtgut, stinkfaul, gar nichts hat er gelernt. Und trotzdem hat es zu was gebracht, sagt die Anni.
Und? manchmal geht es einem so, dass man sagt, ja, Herrgott, nein, was ist jetzt das Ganze für ein Theater? Okay? Das Gefühl kennt man doch, dass man sagt, ja, was ist das? Was soll das Theater? Ist das überhaupt ein normales Theater oder ist das ein irgendwie ein Theater im Theater? Okay? Habe ich Halluzinationen, Erscheinungen? Okay? Oder ich frage mich ja, was werden da für ein Stück gespielt? Okay? Ist das von dem Shakespeare oder von dem anderen? Nein? Okay? Und fragt sich auch manchmal ja, habe ich überhaupt eine Rolle in dem Stück? Ist mir eine Rolle zugedacht? Ja, soll ich da drin was spielen? Ja, was denn? Soll ich einen verkauften Großvater spielen? Einen Wilhelm Tell? Oder bin ich der Belehrl-Zwicker da draußen? Nein? Wer bin ich da? Wer? Naja. Herrgott, was wollte jetzt ich sagen? Ich wollte jetzt irgendwas sagen, glauben Sie es? Ich wollte irgendwas sagen, und zwar, also, ich glaube, das war's. Sagen Sie, wenn es nicht war. Das ist nämlich auch so was. Wissen Sie, das sind doch so Themen, so Modethemen, würde der Ding, sagen Sie mal, ne? Weil Sie jetzt immer sagen, ja, Skandal. Ja, ist doch jeden Tag ein Skandal. Ich kann mir doch die ganzen Skandale nicht mehr merken. Können sich die alles merken, ne? Das geht doch weit zurück. Der eine sagt, nur Wahlsterben, sage ich, ist doch eine Mottenkugel. Ne? Uralt. Haben Sie nicht einen aktuelleren Skandal? Ne? Zum Beispiel Pharmaschinken. Ne? Oder irgendwas, irgendwas Konkretes. Ne? Sie wissen, was ich meine. Ne? Oder und dann kommt wieder einer daher und sagt, ja, ja, das Thema ist ja uralt, ne? Total verstaubt. Kampfhunde. Ne? Sag ich, Kampfhunde, mit dem Thema können Sie mich doch nicht über den Zaun locken. Ne? Das ist doch logisch. Ne? Wenn sich heute ein Rudel Kampfhunde mit einem Menschen beschäftigt, ja, ich misch mich doch da nicht ein. Ne? Ich meine, wenn Sie, na, sagen wir mal so, das ist klar, das ist logisch, wenn ich, bitte, also konzidiert, ne? wenn ich einen Fluchtweg hätte, ja, dass ich sage, ich wäre so 200-400 Meter weit weg von dem Kampfhund, dann könnte schon sein, dass ich mich einmische. Ja, und dass ich einmal dem Kampfhund sagen würde, pfui. Ja. Aber glauben Sie, das wollte ich auch nicht sagen. Ich wollte ganz was anderes sagen. Das ist immer schwierig, wenn man nicht draufkommt, gell? Gestern wäre ich draufgekommen. Aber da waren Sie nicht da. Es ist immer, okay, schwierig. Ah ja, jetzt glaube ich, habe ich es. Warten Sie mal, jetzt habe ich es. Es ist so, ja, ja, ich glaube, das ist es. Ich wollte sagen, in meinem Fall handelt es sich um einen Nichtschwimmer. Okay? Ein Nichtschwimmer, ja, warum der nicht geschwommen ist, weiß ich nicht. Muss ich mal gleich sagen, das weiß ich nicht. Es auf alle Fälle hat er aufgehört zu schwimmen. Und den Rest kann man sich imaginieren. Okay? Und ich sage halt immer wieder so, wissen Sie, ich sage das vorsichtig so, ob das stimmt, was die Frau dann gesagt hat. Okay? Setzen wir es mal voraus, es stimmt. Kann sein. Weil die Frau hat ja das zu Protokoll gegeben. Okay? Weil sie gesagt hat, ihrer Meinung nach. Also sagt sie, nein, hätte er der Nichtschwimmer. Insgesamt, sagt sie, hätte er 10-mal Hilfe geschrien. Okay? Entschuldigung. Nein? Also ich bin gar nicht der Charakter, der sich hinstellt und mitzählt. Nein? Nein, ich doch nicht. Nein? Nein, das macht doch keiner von uns. Dass er sagt, so, jetzt hat er 7-mal Hilfe geschrien. Nein? Jetzt schauen wir, ob er 10-mal packt. Nein? Nein.
ja, das kann passieren, dann verzähle ich mich. Ne? Und dann macht man mir die Vorwürfe, wissen Sie. Und außerdem wage ich zu sagen, und das erlaube ich mir schon zu sagen, ich meine, es ist ja auch im Grunde nicht tragisch, wenn ein Nichtschwimmer ersauft. Ne? Nein, tragisch ist es nicht, es ist konsequent. Ne? Weil da haben Sie recht, tragisch ist ganz was anderes. Ne? Tragisch, also, und ich jedenfalls verstehe unter Tragik, wenn ein Schwimmer ersauft. Ne? Das ist Tragik. Ne? Wer soll denn sonst ersaufen, wenn nicht der Nichtschwimmer? Ne? Ja, was soll man sagen? Wissen Sie, ich sage auch oft, ich meine, wissen Sie, ich sage es einmal so nochmal, ich weiß nicht, ich kann mich in so eine Mentalität von so Nichtschwimmer auch nicht so reinversetzen. Ich habe in meinem Leben nur wenig Nichtschwimmer gekannt. Und die, wo ich gekannt habe, nein. Schauen Sie, ja, aber wissen Sie, ich sage halt auf der anderen Seite wiederum, wenn einer heute, sagen wir mal, das unterlässt. Ne? Irgendwie, ich muss doch die Folgen meines Nichthandelns, ne? In dem Fall nicht Schwimmens, ich muss doch wissen, wie geht's weiter. Ich muss doch die Konsequenzen, es hat ja Konsequenzen, ich muss doch wissen, was kommt dann. Ne? Was ist dann los? Ich habe doch eine Responsibilität. Ne? Hey, was ist dann? Ich brauche doch im Leben, muss doch die Folgen überschauen. Ne? Ich brauche im Leben eine Vision. Ne? Wenn ich heute, ich sage ein Beispiel, ich gehe spazieren. Nicht? Ich spaziere durch einen Park. Ne? Kann sein. So, und jetzt passiert's. Ich stolpere und mich haut's auf Pfotzen, wie wir sagen. Liege da. Ja, da muss ich doch wissen, wer dran schuld ist. Da muss ich doch wissen, wen ich dafür haftbar machen kann. Da muss ich doch wissen, wie viel Geld ich zu kriegen habe, welche Versicherung. Ob das Geld genügt, dass ich in Frührente gehen kann? Ja, wenn ich das nicht weiß, dann brauche ich da gar nicht hinfallen. Ja. Ein bisschen mitdenken. Nein. Ich so, ja. Oder zum Beispiel, schauen Sie, diese Gemeinden, das sind die schlimmsten. Okay. Hinterfotzig bis da hinaus, die Gemeinden. Okay. Ja, die, was diese Gemeinden sich leisten. Eine Gemeinde, Beispiel. Ne? Gemeinde lässt auf ihrem Gemeindegebiet einen See zu. Okay. Und du nimmst nichts dagegen, wissen, dass der See seit Millionen Jahren da ist. Aber ich unternehme nichts. Okay. Ne? Null. Ne? Wissen ganz genau, dass da Wasser drin ist. Das Wasser Lebewesen anzieht, magnetisiert. Ne? Da kommen Amphibien. Nicht schwimmen. Ne? Okay. Und dann tun sie ein Schild hin, übernehme keine Haftung. So kann man es auch machen. Okay. Statt dass man den See zuschüttet und einen Parkplatz draus macht. Ich habe noch nie gehört, dass auf einem Parkplatz ein Nichtschwimmer so offen ist. Aber das ist. Und dann wissen Sie, solche Leute wie dieser Säselpfurzer, da, dieser Richter, ne, da sagt er, wie sagt er, ja, man hätte ihn retten können, sage ich, euer Ehren, das kann schon sein. Ja, aber warum ausgerechnet ich? Ne, glauben Sie, dass ich der einzige Zuschauer war? Ne, sagt er, da waren 50 andere Zuschauer, ich war nur einer von vielen, sage ich. Ich war noch nicht einmal in der dritten Reihe. Ne, ich habe noch nicht einmal gut gesehen. Ne, Sie wissen doch selber, dass das ein Kommunikationsproblem ist, sage ich, bis ich da an jeden frage, ne, wollen Sie retten oder haben Sie Zeit? Ne? Ja, so viel Zeit hat doch der Nichtschwimmer gar nicht. Und so war es auch. Ne? Sagt der Richter zu mir, wie sagt er, es wäre ekelhaft, sagt er, zuzuschauen, wie jemand das auf, da sage ich, euer Ehrenstopp. Okay. Wie jemand das auf, das interessiert mich gar nicht. Das habe ich in meinem Leben schon so oft gesehen, sage ich. Sag ich, klar, ich schaue immer zu, wenn einer das auf. Ne? Aber ich sage, wenn was Schreckliches passiert, man muss auch einmal wegschauen können, habe ich gesagt. Wissen Sie, hören wir das Thema auf. Das Thema ist negativ belegt. Okay?
ich sage euch wieder, ich bin ja auch nicht von hinten voll Teufel. Okay? So viel weiß ich auch, dass es in unserer Gesellschaft viele Leute gibt, die Hilfe bräuchten. Ja, freilich gibt es die. Logisch. Ne? Bezweifle die gar nicht. Aber ich sage es immer wieder, ich kann es endlos wiederholen. Ich sage das so, die Leute, die wirklich eine Hilfe brauchen, die schreien nicht Hilfe. Im Gegenteil, die sind stark, die halten ihren Maul. Hey, warum? Weil sie sowieso wissen, dass ihnen keiner hilft. Wir haben gesagt, von uns aus, wir haben das gesagt gehabt. Okay. Von uns ist ja das Ganze klar gewesen. Hey, wenn man gesagt hat, ob das in Rumänien drunten ist, da im Delta oder bei den anderen in Ungarn, das ist doch scheißegal. Wir haben gesagt, weil man so blagert ist und das, ne, sagt, das hilft ja nichts. Wir haben das in unserem beim Fischereiverband, okay, im Petri Heil, haben wir das ja veröffentlicht, war alles drin gestanden. Hey, aber wenn die natürlich, da kann das nichts werden. Wie soll das was werden, frage ich mich. Wenn man mit einem Vogel, wie mit diesem Kormoran, hey, in derartig unterschätzt, ne? Dann kommt natürlich das, wo die sagen, die anderen da drum auch, die ganzen Skandinavier, hey, dass die sagen, dann haben wir eine verbrannte Erde. Hey, wir haben von uns aus, vom Fischereiverband aus gesagt, und wir haben es klipp und gar, haben uns dafür eingesetzt, wir haben gesagt, jawohl, insofern der Kormoran, hey, wenn er bereit ist, als Single, als Einzelvogel, am 17. August, dass er sich am Chiemsee hinsetzt, okay, und am 18. August wieder fort ist, dann sind wir bereit, von uns aus die Überflugsrechte zu gewähren. Okay. Das haben wir gesagt. Wir haben gesagt, Waffenstillstand, von uns fehlt kein Schuss. Das haben wir gesagt. Aber wer glaubt dem Kormoran, der kommt doch nicht als Einzelvogel daher, der kommt, der Kormoran. Der kommt in Schwadronen, 400 Kormorane pro Kormoran. Okay. Und dann unterfliegt er die Sicherheitsgitter und dann geht er ins Wasser und dann gibt es ein Massaker, die ganzen Seeforellen, die ganzen Feichen, die ganzen Renten, die ganzen Dinge, das ist ja, nein, aber davon redet keiner, weil sie wollen einen Irakkrieg oder irgendwas sagen, aber das, was die Menschen heute wirklich interessiert, das bringen sie nicht im Fernsehen. Okay. Ja, Entschuldigung, ich frage mich, nein, wir in Bayern, haben wir die Schlacht von Ampfing gewonnen oder nicht? Hey, wir haben die Mongolen rausgeschmissen, wir haben die Hunnen hinausgeschmissen, wir haben die Österreicher hinausgeschmissen, aber der Kormoran, der darf rein. Hey. Kormoran, das ist, ich lache, das ist der Fischreier. Ne? Kormoran, der Name, den hat doch früher kein Mensch nicht kennt. Ne? Kormoran, Koran oder was, ich weiß nicht, woher der kommt. Hey. Ich kann das nur ansagen, wenn der Kormoran, wenn man ihm den kleinen Finger gibt, will er die ganze Hand, aber das kann ich auch noch sagen. Wenn sich der Kormoran, okay, wenn er sich nicht an die Verträge hält, okay, dann werden wir mit dem Kormoran in derselben Sprache sprechen, die er uns gegenüber angeschlagen hat. Ab 5:45 Uhr wird zurückgeschossen. Entschuldigung, dass ich jetzt so, aber ich sag das mehr unter uns. Ich meine, ich bin menschlich enttäuscht. Okay. Warum? Weil dieser Villinger, das ist meine Meinung, menschlich eine solche Drecksau ist. Ich hab nichts gesagt. Wissen Sie, jetzt sage ich Ihnen was. Ich habe, nur damit Sie den Hergang etwas analysieren können, mein Schwager ist Gynäkologe. Mein Schwager, wir haben ja diese Partnerschaft mit Kiew. Okay. Mein Schwager war in Kiew und so war es möglich, dass der Miroslav und der Slavko über herauskam aus der Ukraine. Und mein Schwager, der verdient nicht schlecht, der ist durchaus und hat sich jetzt ein Teehaus gebaut.
Und da haben die beiden, der Miroslav und der Slavko, die haben da schon, ne, was getan. Fleißig. Fleißig, nicht? Und mein Schwager ist großzügig, generös. Ne? Und dann kam das, weil ich habe ja auch, habe ja meinen Bau, also meine ganze Erweiterung von der Garage und dann meinen Swimmingpool. Ne? Und mit dem Whirlpool, ich habe das kombiniert. Ne? Und jetzt musste mein Schwager auf einen Kongress nach Brasilien, anschließend dann nach Buenos Aires und so weiter. Okay? Und dann hat mein Schwager, wie er ist, er ist generös, sagt zu mir, wenn du zwei Ukrainer brauchst, die hinlangen können, kannst du sie haben. Okay? Und ich habe sie dann übernommen. Okay? Ich habe auch gesagt, die können bei mir wohnen, ne? Weil unser Barry ist tot. Okay? Das ist, nein, Moment, also bitte. Das ist keine Hundehütte, das ist ein Zwinger. Okay? Das ist kein, nein, ich meine, Entschuldigung, ja. Es gibt auch einen Zwinger in Dresden. Ne? Also ich meine, also nicht so groß, aber geräumig. Ich habe ihnen sogar Elektroheizung rein. Ne? Naja, und dann kam das, nur damit sie meine Motivation verstehen. Ne? Und die haben fleißig gearbeitet, ich habe sie auch gut ernährt. Die haben irgendwie immer einen Leberkäse gekriegt oder mal einen, die mögen das gern. Ne? Warum sollen die auch keinen Leberkäse essen? Ne? Ich esse ja auch einen Leberkäse. Gell? Warum sollen die keinen Leberkäse nicht essen? Ne? Und jetzt kommt dieser Füllinger und bettelt mich inständig, sagt, der hat doch in Marbella diese Villa. Ne? Und sagt, er beschäftigt schon lange keine Spanier mehr, die sind so unverschämt und Deutsche kann man sowieso nicht mehr beschäftigen. Ne? Ob er diese Ukrainer haben könnte für 14 Tage. Nein, ob ich sie ihm leihe, sage ich, die kennen wir nicht, die kennen meinen Schwager. Okay. Ja, und also, es wäre alles günstig und so, und er zahlt auch, also es wäre alles. Und ich, Idiot, lass mich überreden. Okay. Und der kriegt die zwei Ukrainer. Und dann können Sie sich's vorstellen. Die waren da drunten in Marbella im August. Okay, im August. Bei 45 Grad im Schatten haben die eine 420 Quadratmeter Terrasse neu gepflastert, okay? Haben nichts zu fressen, nichts zu trinken, okay? Also nur Wasser, halt, was da unten vorrätig ist, aus dem Brunnen, okay? Haben die bekommen. Das muss man sich vorstellen. Okay? Die Leute, das, also unverschämt, zu einem Stundenlohn von 4 Euro für alle beide. Nein. Okay. Und dann hat der denen auch noch den Flug abgezogen vom Lohn, weil er gesagt hat, die waren ja in Spanien. Das muss man sich vorstellen. Beide Ukrainer, der eine kommt nach 14 Tagen mit 12 Kilo weniger zurück und der andere 8 Kilo weniger. Die waren Skelette. Nein. Dann habe ich gesagt, ja, Entschuldigung zum Füllinger, so habe ich sie dir nicht übergeben. Okay. Okay. Jetzt kann ich die wieder herfüttern, was das allein kostet. Ich muss doch meinen Schwager wieder einigermaßen ernährte Ukrainer zurückgeben. Ne? Hey? Bringt er mir die? Also, ich sage das nur deshalb, verstehen Sie mich, dass ich da irgendwann wehrt sich was in einem, weil man sagt, also das kann doch nicht sein. Ich habe jetzt durch einen Zufall, Gott sei Dank, weil es ist ja wieder eine Ladung mit so Asylanten in Sizilien angeschwappt worden. Ne? Und da kriege ich jetzt zwei Chinesen, okay? Den Herrn Kao und den Herrn Ling. Ja, naja, die Ukrainer kann ich nicht mehr brauchen. Okay? Aber das kann ich Ihnen sagen, der Spruch stimmt. Man soll kein Geld verleihen, seine Frau nicht und auch keine Arbeitskraft. Und der Füllinger, der kriegt von mir die Chinesen nicht. Das können Sie, da geben Gift drauf. Okay? Dieser Füllinger, und wenn Sie ihn sehen, das ist für mich eine Drecksau. Also, ich muss so sagen, also wir waren tatsächlich, wir waren vollzählig. Ne? Wir waren allesamt beieinander, der ganze Gemeinderat.
Das war, wie soll man sagen, eine Gemeinderatssitzung wie sonst auch. Ohne besondere Vorkommnisse. Und wie gesagt, wir waren vollzählig. Der Ding war da. Der Solowolfi war da. Der Leingschwendner Sepp war da. Der Bürgermeister. Der Ziegler Fritz. Na, der Fritz sowieso. Und Weber Max. Der Max, freilich war der Max da. Der Max war schon da. Weil wir noch gedacht haben, kommt der Max? Oder kommt er nicht? Hätte er sehen können, dass er gar nicht kommt. Aber der Max war da. Der war da wie eine Britzen. Freilich. Nein, wie gesagt, es war eine Gemeinderatssitzung, wir sind da. Ohne dass wir irgendwie vielleicht ein bisschen feucht ist hergegangen. Nein, ich glaube, die haben 80 halbe Bier sind gelaufen. Und 100 Obstler. Nein. Aber wir haben auch, wie soll ich sagen, wir haben auch diesmal wieder einstimmige Abstimmungsergebnisse erzielt. Nein. Was wir abgestimmt haben? Möchtest wissen, was haben wir abgestimmt? Jetzt pass auf, wacht, was haben wir abgestimmt? Lass mich sinnieren. Nein? Na ja, pass auf, wacht, das war der Programmpunkt 1. Da haben wir einstimmig gesagt: Jawohl, ganz klar. Da brauchen wir gar nicht mehr diskutieren. Der Abort kommt nicht ins Leichenschauhaus. Weil wir gesagt haben, das ist eine Belebung für das ganze Gemeindeleben. Und das ist eine Zukunftsinvestition. Nein, wir haben gesagt, bald das Gelb von Brüssel kommt, kommt das Scheißhaus nicht. Und das Geld ist gekommen. Das kannst du am Friedhof gehen. Und wo du musst, kannst du da brunzen. So soll das gehen. Und dann, was haben wir noch abgestimmt? Das lassen wir überlegen. Am Programmpunkt 2 haben wir auch gesagt, auch einstimmig. Haben wir gesagt, jawohl, haben wir gesagt. Fingerhackler, die kriegen 4.000 Euro vom Kulturetat. Obwohl wir in unserer Gemeinde gar keinen Kulturetat nicht haben. Aber schon her, was waren, und wir haben auch gesagt gehabt, dann können wir doch das mit dem Kindergarten noch ein paar Jahre zurückstehen. Und wir waren das voriges Jahr mit den Maßkrugstämmen. Maßkrugstämmen haben auch 2.000 Euro gekriegt. Also in unserer Gemeinde ist kulturell die Hölle los. Bei uns um. Fingerhackler, kannst du dir vorstellen? Fingerhackler, die waren restlos begeistert, die waren außer Rand und Band, weil sie so viel Geld gekriegt haben. Haben wir nicht gerechnet damit. Dann haben sie uns alles am Eglon. Dann haben sie uns Eglon, danach, nach der Sitzung, zum Bauerngürgel. Dann haben wir alles zum Bauerngürgel. Der Ding ist noch mitgegangen, der Solowolfi, der Lenkschwindner Sepp. Nein, der Bürgermeister, der Ziegler Fritz. Nur der Fritz sowieso. Und der Weber Max. Der Max ist schon noch mit. Weil wir uns noch gefragt haben, fahrt er noch mit, der Max, oder fahrt er nicht mehr mit? Bringt er einen Zündschlüssel noch rein? Weil der Weber Max, der hat ja auch keinen Obstler gesoffen, der sauft ja, wenn sie Exempter tropfen. Und dann hat er sich gefreut. Auf alle Fälle, ich muss dir sagen, da ist gleich zugegangen. Mit Fingerhackler haben wir in einer Begeisterung gleich ein paar Liter einen Champagner hingestellt. Einen echten Söhnlein brillant. Und den haben wir dann alles am zuselt. Und der Wirt auch noch, der Wirt vom Bauerngürtel hat sich nicht lumpen lassen. Der hat eine Runde Cuba Libre spendiert, weil sein Neffe einen Führerschein wieder gekriegt hat. Und dann hat. Was?
Nein, der mag's nicht. Also, nein, das darfst du nicht glauben. Der Max, der sauft doch kein Cuba Libre. Der Max hat auch gesagt zum Wirt, sagt er, pass auf, sagt er, steh einmal eine Flasche 6-Ämter-Tropfen hin, damit eine Stimmung aufkommt. Gell? Und ich muss sagen, war einmal ein netter Abend, gell, miteinander. Aber wir wollten dann früher heimfahren, gell, weil wir wollten einen anderen Tag noch einen klaren Kopf behalten. Gell? Du, pass auf, komm, dass wir reisen wollen. Hey, na sagt er, soll er, Wolfi, sagt er, stopp, halt. Hey, bevor wir jetzt reisen, sagt er, sauft man noch einen schwedischen Kaffee. Nein? Ein Schwede, kennst du einen schwedischen Kaffee? Kennst du nicht? Einen schwedischen Kaffee? Da musst du so eine Tasse nehmen. Hey? Schon so einen Schapfer. Hey? Und da schützt ein bisschen einen Kaffee rein. Hey? Dann schmeißt du einen Zehnerl rein. Okay? Und dann schützt du das Ganze mit einem Obstle oder mit einem Enzian wieder auf, so lang, bis du das Zehnerl wieder siehst. Okay? Das ist der schwedische Kaffee. Nein. Schwedische Kaffee? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist ein altes Rezept aus der Ukraine. Okay? Jetzt pass auf, wir haben den schwedischen Kaffee gesoffen, hey, sind aber danach gleich heimgefahren. Hey. Ja, freilich, weil wir haben doch am anderen Tag, pass auf, am anderen, oder? Dass ich keinen Fehler mache. Jawohl, am anderen Tag haben wir das Symposium gehabt. Habe ich das nicht verzeiht? Wir haben am anderen Tag das Symposium gehabt. Okay? Gemeinderäte informieren sich bei der Staatsregierung. Und das ist nicht verzeiht. Ja, pass auf, das Symposium. Ne? Der Ding war dabei. Der Solowolfi war da. Der Lenkschwindner Sepp. Ne? Der Bürgermeister, der Zürgler-Fritz. Ne? Der sowieso. Okay? Und was? Ja, genau, und der Weber Max. Sag einmal, kennst du den Max? Nein, das stimmt. Er hat recht. Hey, der Weber Max war da, weil wir haben uns ja noch gefragt, Kinder der Max oder Kinder nicht? Hey? Hey? Aber der Max lässt sich doch kein Symposium nicht gehen. Hey? Und jetzt muss ich noch eins muss ich sagen. Also, das Symposium mit denen von der Regierung, hey, du, das war ein voller Erfolg. Ein voller Erfolg auf der ganzen Linie. Okay, ich habe jetzt Speiskarten nicht im Kopf. Okay. Aber ich sage dir eins, die von der Regierung, die haben da einen Beaujolais ausgeschickt. Die haben da einen Beaujolais hergestellt. Einen seichten Beaujolais. So einen Beaujolais kriegst du nicht einmal im Beaujolais. Das sag ich dir nicht. Ich muss auch sagen, es sind interessante Fragen erörtert worden. Okay. Kommunal. Der Ding hat auch eine Frage gestellt. Okay. Der Weber Max. Okay. Der Weber Max hat den Regierungspräsi gefragt. Okay. Übrigens, der Regierungspräsi, ich sag da eins, ein gebildeter Hund. Hey, gebildet, dass du sagst, leck mich am Arsch. Hey. Na, sagt er. Aber der Max fragt ihn auch noch. Sagt er, Entschuldigung, darf ich auch einmal eine Frage stellen? Na, der prompt reagiert. Ich hab gleich gesagt, bitte sehr, Herr Weber, fragen Sie, was haben Sie auf dem Herzen? Hey. Na, sagt der Max zu ihm, sagt er, ja, müssen wir jetzt alle einen Beaujolais saufen? Habt ihr nicht einmal einen 6-Ämter-Tropfen? Nein, die Gespräche waren auf höchstem Niveau. Und wir haben auch von unserer Seite aus, gell, von unserer Gemeinde aus, wir haben sofort gesagt, gell, wir sind solidarisch. Europa, gell, wir haben gesagt, Europa lebe hoch. Gell. Wir helfen, wie wir können.
Ja, das haben wir gesagt. Wir haben auch gesagt, unsere Partnergemeinschaft, okay, Trenten bei den Tschechen, in Tomaschlitz haben wir gesagt, jawohl, die kriegen unsere Sondermülldeponie, okay, okay, die können es haben, okay, und die kriegen sie auch. Und selbst wenn diese Kahlquarten nummerieren, noch so gewagen. Hey, hey, was willst du denn mit denen Affen? Nein, hör auf. Nein. Ja, jetzt pass auf, nein, jetzt muss ich gehen. Jetzt habe ich keine Zeit mehr, Leute. Ich muss nämlich jetzt auf ein Arbeitsessen. Hey. Ich muss einen Breiwirt, Tobi. Hey, wir haben ein Ding, jetzt kommt der Ding gleich, der Solowolfi kommt. Okay. Dann Frauli, weil der Lenkschwenkner kommt, der Bürgermeister, okay. Der Zirklerfritz kommt auch gleich. Okay. Ja, der sowieso. Nein, weil wir haben doch, weil der Pamplinger, hey, der Pamplinger möchte drunten ans Seeufer eine Lackfabrik aufstellen. Hey, das musst du dir vorstellen. Hey, und wir haben gesagt, also Pamplinger, hey, das kannst du nicht machen. Einfach eine Lackfabrik, was heißt da Arbeitsplätze? Hey. Wir sind ein Luftkurort. Hey, wir haben zwar jetzt das neue Konzept entwickelt, Luftkurort im Industriegebiet. Hey, aber, ne, aber wir haben gesagt, also so geht's nicht. Hey, einfach eine Lackfabrik ist denn. Hey, und wir haben einen Pamplinger, haben wir das oft gesagt. Wir haben gesagt, Pamplinger, gerade bei dir haben wir oft ein Auge zugedrückt. Hey, wir haben nichts gesagt für die, weißt du, die Tamilen. Hey. Die hat er da versteckt in der Kühltruhe. Hey, hey. Dann haben wir gesagt, da haben wir nichts gesagt. Aber wir haben gesagt, da eine Lackfabrik, also so geht's nicht. Hey. Hey. Wir haben gesagt, gut, schön, wir genehmigen's. Hey. Moment, aber hey, der muss alle ökologischen Auflagen erfüllen. Hey. Der muss an die ganze Lackfabrik einen wilden Wein hinpflanzen. Das sage ich dir gleich. Da kommt er nicht aus. Hey. Ob natürlich jetzt der Weber-Max noch kommt, steht in den Sternen, weil der Max sagt natürlich, bei Entscheidungen in unserer Gemeinde, okay, von einer solchen Dimension, sagt der Max, das weiß er nicht, ob er das mit seiner alten Leber noch mitfahren kann. Okay. Der Max sagt, er braucht im Grunde eine neue Leber. Okay. Dann haben wir gesagt, weiter Max, für die werden wir da noch mal eine Leber herbringen. Okay, dann fahren wir mit dir auf Minga raus. Nicht nach München in die Klinik, da wo sie die Lebern haben. Okay. Okay, dann werden wir da Leber herbringen. Okay. Aber der Max ist Horkel. Okay, geschleckert ist er. Okay. Der Max sagt, nein, einen alten Lappen lasst er sich nicht rein. Okay. Der Max sagt, er möchte schon. Okay. Am liebsten sagt der Max bei ihm die Leber von so einem Araber. Okay. Weil er sagt, die dürfen nichts schaffen. Okay. Er sagt, er möchte ein Leben von so einem Fundamentalisten. Okay. Der sauft bloß ein Krachel, okay, ein Mineralwasser. Sagt er. So was möchte er haben. Okay. Er sagt, die haben Leben wie die Jungfrauen, sagt der Max. Okay. Also, dass wir es kurz machen, ich gehe davon aus, der Max ist bald wieder im Gemeinderat tätig. Okay. Weil, wenn du da oben schaust, schau da am Fernseher rein. Hey, da drunten bei denen, weißt du schon, nein? Ja, Sakrament politische Zustände. Okay? Da wird da in Gottes Namen noch mal eine gescheite Leber für Max hier gehen, oder? Also, habe dir. Ich sag so, das war natürlich klar, das war so ein normaler Tag. Nein? Das war im Dezember. Nein? Das war so ein normaler Abfenstag, ne, grau, ein bisschen geflinselt hat, ja, ein bisschen geschneibelt. Ja. Und Ausflugsverkehr war nicht mehr viel. Ja. Und ich habe mir gedacht, na ja, denke ich mir mal, Spaß der Tankstelle ein bisschen früher dazu. Ne. War nichts mehr los. Ja. Wie gesagt, Abfentzeit, zweiter Samstag im Abfent. Und ich denke, boah, jetzt noch einer ein Benzin will, ich auf die Autobahn fahren, dann kriegt er auch einen Benzin. Dann habe ich Tankstelle, ne, habe ich zugespart, weil ich mir gedacht habe, ne, außerdem, ne, Abfentzeit, ne, man weiß ja, was los ist. Ne, wenn Abfent ist, ist der Heilige Abend unvermeidlich. Da muss natürlich ein Präsent auf dem Tisch.
Hey, da muss irgendwas her. Und ich selber bin ein leidenschaftlicher Schnitzer. Hey, schnitze gerne. Hey, habe jedenfalls meine Tankstelle zugesperrt, Notbeleuchtung. Hey, und bin dann ins Haus gegangen. Hey, ich wohne direkt vis-à-vis. Und wie gesagt, ich hab dann, ne, ich schnitz gern, ne, bin wie gesagt ein leidenschaftlicher Schnitzer. Ne, und geh ins Haus rein. Es war ziemlich spät, ich weiß nicht mehr die Uhrzeit, jedenfalls der Gottschalk war schon. Ne. Meine Frau nimmt über das Pulver und dann. Pst, ne. Und wie gesagt, ich habe ein Krippel rausgeschnitzt, ein Weihnachtskrippel, alles selber geschnitzt. Ich habe ein Jesi hab ich geschnitzt, ich habe einen Ochsenesel rausgeschnitzt, einen Stall von Bethlehem, elektrifiziert, mit dem Stern, alles wunderbar. Freilich, ich hätte natürlich, ich konnte im Kaufhaus so ein Bethlehem-Set kaufen können. Aber ich habe mir gedacht, das kommt nicht in Frage. Machen wir nicht. Hey. Also, jetzt pass auf. Ich bin im Zimmer drin, Status. Hey. Mucksmäuserstaat. Hey. Absolute Ruhe. Hey. Ich schnitz gerade am Herodes. Habe ich geschnitzt. Hey. Im Herodes habe ich gerade die Ohrwaschel ausgeschnitzt. Hey. Muss mir Obacht geben. Hey. Muss Obacht geben, weil du da einen Fehler machst. Na, schaut der aus wie eine Fledermaus. Jetzt pass auf. Und wenn ich da so da sitze und schnitz, hey, denk mir nichts, auf einmal, hör es. Hey, so gleichmäßig. So, klack, 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 denk mir noch, Sakrament. Ich hör doch was. Hey, das ist ein Geräusch. Jetzt bin ich neugierig geworden, ich stehe auf, hey, gehe ans Fenster hin, schau zum Fenster aus. Ne? Was sehe ich da? Nichts. Nichts gesehen. Hey, jetzt schaue ich noch deutlicher. Und jetzt sehe ich es. Hey, sehe ich, wie an meiner Tankstelle, okay, beim Gummibärli-Automaten, okay, zwei Gestalten, okay, so schemenhaft habe ich es gesehen, wie die an meinem Gummibärli-Automaten umeinander manken. Ich denke mir, das gibt's ja nicht. Hey, da manken zwei Gestalten an meiner Tankstelle am Gummibärli-Automaten. Hey, jetzt bin ich in den Keller runtergegangen. Hey, das kannst du nicht wissen. Ich habe ja meinen Gewehrschrank drunten im Keller. Hey. Bin aber nur langsam runtergegangen, weil ich mir noch gedacht hab, welches Kaliber nimmst du? Hey. Ich hab mich noch zu dem Kurzen hab ich mich entschieden. Weißt, der Kurze, den hab ich dabei gehabt, wie mit dem Alescher Peps, wie wir in Afrika waren. Da hab ich ihn dabei gehabt, weil nein, der hat eine gute Streuung. Hey. Hey. Und der schießt da durch einen Elefanten durch. Wie durch Marmelade. Okay. Dann bin ich wieder zurückgegangen, aber langsam. Okay. Ganz langsam, weil ich mir noch gedacht habe, Richard, tu nicht hudeln, lass dich zu nichts hinreißen. Okay. Geh zurück, schau wieder zum Fenster aus. Dann sehe ich es noch. Okay. Dieselben, die nämlichen, alle noch am Gummibärli-Automaten. Okay. Und interessant war für mich, der eine von denen Gestalten, hey, der hat so einen weißen Anorak oder weißen Jacken hat er angehabt, dass ich mir noch gedacht habe, na, also, ne, wenn ich bei fremden Leuten Automaten knack, dann habe ich doch keine weiße Jacken an. Hey, also ein Profi ist das nicht. Ne, aber für mich war es natürlich vom Vorteil. Ne. Ja, freilich, weil ich ihn voll drin habe. Hey, ich sehe ihn gut, okay, ziehe durch, patsch, bumm. Blattschuss, okay. Den Weißjacke hat noch gleich mal 1,5 Meter in den Häschen geschnalzt. Okay. Dann ist er oben wie ein Sandsäge. Okay. Und der hat keinen Pfiff mehr gemacht. Ne? Der war perdu. Ne?
Was der andere, das vergisst man nicht mehr, weil der andere, der hat dann das Blären angefangen. Du, der hat da blärt wie ein Jochgeier, hat der geschrien. Mami, Mami, Hilfe, Hilfe. Okay, dann haben wir gedacht, pass auf, Freund. Dir helfe ich schon. Okay. Dann wollte er sich verstecken. Okay. Dann wollte er sich noch verstecken. Hey, er, der Schlaumeier, okay, Verstecker hinterm, sagen wir es, hinterm Ford Kombi, wollte er sich verstecken. Und man denkt, Freund, da musst du früh aufstehen. Hey, da musst du früh aufstehen, weil mich tust du nicht an der Nase umeinander ziehen. Du nicht. Okay, da schieße ich vorn durch den Motor durch, dann schauen wir mal. Hey, naja, hat einen Platsch, einen Dingschuss gehabt, das ist ein Streifschuss, Lungenstreifschuss. Okay. Er hat es überlebt. Ne? Na, ist Polizei gekommen, kannst du dir vorstellen. Mozere mit dem, wie es da zugegangen ist. Nein? Ich sag dir bloß so viel, der mit der weißen Jacke. Bloß, dass du eine Vorstellung hast. Noch keine 16 Jahre alt, das Früchterl, und dann noch keine 15. Okay? Jetzt kommst du. Nein? Aber pass auf, ich will dir noch was erzählen. Nein? Das dauert eine Weile, okay? Dann kriege ich so ein Ding hier, einen Wisch, okay, vom Landgericht. Meine Frau hat mir es noch in die Hand gedrückt. Ich denke mir, ja klar, das ist jetzt die Vorladung vom Gericht, ne, dass ich da eine Aussage mache als Zeuge. Ne? Ja, das habe ich gedacht. Ne? Habe ich auch gedacht. Kriege ich eine Anklage, okay, wegen einem Totschlag und es findet sich auch noch ein Richter, was heißt Richter, Richterlein, okay, junger Kerl, noch, der hat wahrscheinlich gerade ausgelernt gehabt, okay, der mich zur Sage und schreibe 18 Monate, okay, zwar mit Bewährung, aber verurteilt. Und jetzt ist es natürlich so, dass ich sage, natürlich, ich kann nicht mehr schlafen, ich bin durchgeschwitzt, ich kann nicht mehr schlafen, okay? Ich träume im Bett dumm. Und natürlich gehe ich in Revision. Hey? Natürlich gehe ich in Revision. Hey? Aber manchmal fragt man sich ja, sag mal, wo sind wir denn heute? Hey, was ist denn das heute für eine Gesellschaft? Wo sind denn wir hingekommen? Hey, wo sind wir denn? Ich weiß es nicht. Vielleicht weißt das du, ich nicht. Anni hat gesagt, sie sagt, mit ihrer Gesundheitsreform in Deutschland, das ist also fürchterlich. Gell? Sie sagt, wo sind wir hingekommen? Hey, jetzt kostet eine Bronchitis schon genauso viel wie ein Fußpilz. Dankeschön für das schöne Geräusch. Wenn man so blöd ist wie ich und mit einer Firma, wie mit dieser Firma Hiesmeier, über Jahrzehnte lang Geschäfte macht, dann kann man sich da an der eigenen Nase fassen. Ich habe bei der Firma Ismaier alle 5 Jahre einen neuen PKW gekauft und den habe ich bar bezahlt. Ja, glauben Sie, das war meine Idee, bei der Firma Ismaier einen Leasingvertrag zu unterschreiben? Das war doch die Idee von der Firma Ismaier. Und ich rimpfig unterschreibe diesen Leasingvertrag. Seit dieser Zeit kann ich dieser Firma Ismaier monatlich 411 Euro und ein paar der Quetschen in den Arsch stopfen. Ja, sicher bin ich hin. Ich bin da noch hin. Nein, ich habe ja noch gesagt zu ihm, zum Ismaier, sage ich, Winfried, ich Idiot, war noch per Du mit dem? Dann sage ich, mit diesem Leasingvertrag, da haben wir doch einen Fehler gemacht. Wisst ihr, was der sagt zu mir? Wisst ihr, was der zu mir sagt? Sagt, was heißt da wir? Sag ich, so. Ich weiß, woher der Wind pfeift. Okay? Herr Ismaier, aber das merken Sie sich, ich werde einen Anwalt nehmen. Ich nehme den besten Advokat und führe einen Prozess, dass die Funken spritzen, habe ich gesagt. Hey, und ich habe einen Prozess geführt und den Prozess habe ich auch gewonnen. Moralisch. Ja, sicher. Ja, weil ich zu dem Richter sage, Herr Richter, das darf doch nicht die Wahrheit sein, dass ein Mensch, der sich ein Leben lang bemüht hat, Steuern zahlt, keinen Strafzettel hat, dass man dem mit einem Leasingvertrag die Gurgel durchschneidet. Da sagt der Richter, doch, das geht. Aber was sind denn das für Menschen heute? Was sind das für Zustände? Nein, es ist ja unter den Menschen keine Ehrlichkeit, keine Aufrichtigkeit, nichts mehr da, kein Anstand, nichts. Keine Religion. Ach, was heißt Religion?
Moment einmal, eine Religion, wenn der Hundling hätte. Dann wüsste er doch, was mit ihm passiert, wenn er Leasingverträge rausgibt. Dann wüsste er doch, dass er runter muss in die ewige Verdammnis. Dann wüsste er doch, dass da einer da ist und auf ihn wartet. Dann wüsste er doch, dass er in einen Suppentopf hinein muss. Wie einen Pommes frites würden sie ihn rösten. Ja, das wüsste er, dass man ihm die Därme raustut, dass man ihm die Zehennägel rauszieht. Nein? Aber der hat ja gar keinen Glauben. Der glaubt doch an nichts. Glauben Sie, dass der Kirchensteuer zahlt? Der Ismael zahlt doch keine. Nein? Der glaubt an Dreck. Da kann man gegen diese Islamis sagen, was man will. Da kann man sagen, Moment, man kann gegen diese Leute viel sagen. Aber einen Glauben haben sie. Hey, die glauben doch was. Ein Islami, der schnippitzt was, der krampft was, zack, Hand ab, runter muss er. Hey. Der Islami, der sauft einen Alkohol, einen Schnaps, runter muss er. Und in Ewigkeit Amen an einer Bar sitzen und einen Jägermeister nach dem anderen trinken. Für Äonen, Jahrtausende lang, weil die wissen, was eine Höllenstrafe ist. Aber bei uns, die wissen gar nichts mehr, die wissen überhaupt nichts. Mein eigener Sohn, der weiß ja noch nicht einmal mehr, der weiß gar nichts, der weiß nicht einmal mehr, dass der Teufel Hirndl hat. Dass der Teufel nach Schwefel stinkt, das weiß er nicht. Nein, das weiß er nicht. Dass der Teufel einen Pferdefuß hat, das weiß er nicht. Wenn ich zu meinem Buben sage, du Sauhund, du Verreckter, gleich kommt der Sparifankerl und holt dich. Ich weiß ja gar nicht, wer das ist. Der meint, das ist ein. Ja, der meint, das ist ein japanisches Computerspiel. Ja, was lernen denn die heute im Religionsunterricht, frage ich mich. Was lernen die denn heute? Diese Pfarrer, diese modernen, ich kann sie nicht mehr hören. Gell? Diese modernen Pfarrer, ich höre sie schon immer. Gell? Friede, 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 Ökumene, Friede, Friede. Ja, Herrschaft, Zeit noch einmal. Nein, was ist denn da los? Nein, wenn, warum schauen sich denn junge Menschen Horrorvideos an? Warum? Weil die Predigt in der Kirche so lahmarschig sind, dass nichts mehr los ist. Hey. Aber das kann ich Ihnen sagen und ich sage Ihnen, ich gehe jetzt dahinter und hole das Neue Testament hervor, uns alte auch. Und da steht es drin. Da steht es drin, weil das war ein kluger Kopf, dieser Johannes, diese Apokalypse. Ja, da steht es doch drin, wörtlich. Und es wird kommen, der Erzengel mit flammendem Schwert zu vertilgen das Ungeziefer. Hinweg mit dem Gesindel, hinweg mit Antichrist und diesen Autohändlern. Und das werde ich jetzt fotokopieren. Und dann schicke ich es der Firma Ismael, das kann ich hin. Eine letzte Geschichte noch. Jetzt pass auf, jetzt ist noch Mai. Stimmt doch, oder? Mai. Maibock. Stimmt doch, oder? Maibock. Genau, wenn man Maibock. Wir sind ja noch mittendrin. Na, ich so, warum sage ich das? Maibock. Weil es ist ja jetzt genau ein Jahr, wo ich ein Jubiläum habe jetzt mit Maibock. Das ist jetzt ganz genau ein Jahr, wo sie mir einen Führerschein zwickt haben. Sicher. Ja, klar. Ja, sicher. Nein. Das ist ganz genau, jetzt ein Jahr, kann ich sagen, habe ich Jubiläum, weil das ist ein Jahr, dass ich gezwungen bin, jetzt ohne Führerschein im Auto herumzufahren. Ja, Moment, man lacht. Man lacht, aber was ist denn der Mensch ohne Führerschein? Was ist denn heute der Mensch ohne Führerschein? Das ist genau der Punkt, da sind wir da. Manche Leute schießen sie. Mit Recht. Aber ich muss da sagen, ich habe auch meinen Stolz. Meinen Stolz habe ich auch. Wenn wir die den Führerschein freiwillig nicht mehr geben,
Ich laufe Ihnen nicht nach, das kann ich sagen. Weißt du, das ist halt das ganze letzte Jahr, das war sowieso verzwickt, das war, komm hier auf. Schau her, letztes Jahr, ne? Was war letztes Jahr? Ne? Ich sag das Ganze deshalb, weil ich bin vom Beruf Bootsverleiher. Ich habe Bootsverleih studiert. Ne? Jetzt habe ich im letzten Jahr auf Anraten vom Steuerberater, der hat gesagt, ich soll halt zwei Boote ausbooten. Verstehst? Ich habe nur 5 Drehboote. Ne? Jetzt bin ich ausgetreten. Und jetzt sagt mir der Steuerberater, wahrscheinlich liege ich dieses Jahr, wie sagt er, approximativ, hat er gesagt, ca. 14-15% unterm Existenzminimum. Kann ich auch bloß lachen. Bei mir ist nichts, aber bei mir ist nichts zum Holen. Hey. Steuerlich beißen sie auf Granit. Hey. Solidaritätsbeitrag. Gerne, aber nicht mehr von mir. Nein. Ich frage mich lang, ich frage mich sowieso schon lang. Nein. Das frage ich mich halt. Nicht? Ist das mit denen da drüben? Nein? Mit dieser Solidarität genügt es nicht, wenn ich denen da drüben mal bloß einen Daumen drücke im Osten. Nein? Ist auch solidarisch. Aber preiswert. Nein? Nein, komm hier auf. Schau, das ganze letzte Jahr war für mich, kann man verreiben. Das letzte Jahr, wenn du mich fragst, was war letztes Jahr, muss ich nachdenken, so wie letztes Jahr. Wenn es nicht stattgefunden hätte, mir wäre es gar nicht aufgefallen. Letztes Jahr, was heißt? Ich meine, gut, heute, nein, eins hätte ich vergessen. Das war letztes Jahr. Das war im August. Du, im August habe ich einen Lottogewinn. Ich denke mir, das gibt's ja nicht. Lottogewinn, Lotto. 14,40 Euro. Scheiße. Weißt du, ich habe mich noch so gefreut, weil ich mir gedacht habe, jetzt kann ich mir meinen Lebenstraum erfüllen. Ich wollte ja immer mal nach Thailand gehen. Verstehst du, im Lotto gewinnt, dass ich nach Thailand komme. Und das war immer mein... Ich wollte immer mal nach Thailand. Ich möchte immer noch nach Thailand eigentlich gehen. Aber schon auch aus kulturellen Gründen. Ne? Aber mit 14,40 Euro. Keine Chance. Jetzt habe ich noch gedacht, jetzt habe ich noch gedacht, dass ich mir die Reise irgendwie finanzieren kann mit Hilfe einer Spende. Meinerseits. Also einer Organspende. Ne? Mit der Hergabe einer Niere von mir, weil ich habe zwei. Ne? Aber du, da hat man heutzutage keine Chancen mehr. Keine Chancen. Ja, weil die Ausländer mit ihren Innereien den Markt derartig überschwemmen. Da können wir Deutsche nierenmäßig nicht mehr mithalten. Manchmal fragt man sich wirklich, ist denn heute eine deutsche Niere nichts mehr wert? Ich hab da halb gesucht, was gegangen ist. Gut durchgespült. Weißt, ich sag auch nicht, dass alles schlecht ist. Ich sag nicht, alles ist schlecht. Sag ich nicht. Es kommt immer darauf an, auf den, wie sagt man, Aspekt. Hey, für den einen ist das gut. Es kommt halt drauf an, der eine sagt, das letzte Jahr war super, das andere war schlecht. Schau für ein Ding. Das letzte Jahr war sehr gut für den Holzbock. Ne? Der Holzbock hat letztes Jahr eine glänzende Saison gehabt. Ich will es natürlich weitergeben, in Holzbock weiß ich nicht, ne? Weil es ja holzabhängig ist. Ne? Oder auch die Vermieter. Ne? Die Vermieter haben ja auch sehr gut vermietet. Okay? Vermieten glänzend. Ne? Aber ich bin schon so frei. Okay? Wenn mein Vermieter weiterhin so gut vermietet, dann geht es ja mich hin, persönlich. Stell mich hin. Sag ich Ihnen gleich. Wenn das Vermieten für Sie weiterhin so positiv läuft, dann soll in Zukunft wohnen, wer will. Ich wohne dann nicht mehr. Ich habe früher schon gewohnt. Ich weiß, wie es geht. Und zur Zeit, was mache ich zur Zeit? Was mache ich zur Zeit? Was mache ich zur Zeit? Eigentlich nicht viel. Obwohl, das stimmt auch nicht. Ich mache gar nichts. Ich schaue, dass die Zeit vergeht. Das heißt, also eins mache ich nicht. Zeit sparen. Verstehen Sie? Ich spare keine Zeit. Es gibt doch die Leute, die immer sagen, ah, da haben wir wieder Zeit gespart, da haben wir wieder Zeit hereingeholt, da holen wir noch Zeit herein, sparen wir uns die Zeit. Ich spare keinerlei Zeit. Wenn ich eine Zeit zur Verfügung habe, dann gebe ich sie aus. Manchmal schmeiße ich meine Zeit direkt zum Fenster raus. Da sagen die Leute, woher nimmt sich denn der die Zeit?
Aber das sage ich Ihnen nicht. Ich kenne mich am Arsch lecken, verstehst du? Das sage ich Ihnen nicht. Ich habe erst neulich, ich weiß nicht, ob ich es sagen soll. Ich habe erst neulich, aber das muss unter uns bleiben. Nicht weiter sagen. Ich habe neulich, habe ich eine Zeit erwischt. Und dann habe ich sie totgeschlagen. Ganz einfach, ganz einfach. Ich habe mir ein Butterbrot geschmiert und habe dazu 3 Stunden gebracht. Und was ich morgen mache, weiß ich heute auch. Morgen schmiere ich mir wieder ein Butterbrot und brauche wieder 3 Stunden dazu. Aber wenn ich das einem erzähle, dass ich fürs Butterbrot schmieren 3 Stunden brauche, dann schauen mir die Leute mit ganz großen Augen an. Dann sind sie ratlos. Aber diese Ratlosigkeit, genau das ist das, was mich so begeistert. Servus.